Hallo, ein neues Video von Dr. Flaul. Es ist ein bisschen was dazwischen gekommen in meinem Schrebergartengrundstück. Deswegen heute das Video vorweggenommen zu dem Video von nächste Woche. Also, ja, ich wollte eigentlich ein Video machen, wie man Gartenorchideen pflanzt. Ja, ich bin leider nicht dazu gekommen. Es gab so ein paar problematische Sachen da mit Erde und so und ich musste das erst testen. Deswegen einfach heute ein theoretisches Video, wie man mit Gartenorchideen gestaltet. Und jetzt geht's los, viel Spaß. Worum es eigentlich geht, zeige ich hier. Das war die Sorte Emil, der Gartenorchideen Cypripedien. Und die andere Sorte Ulla Siltens. Ja, das sind diese Gartenorchideen Hybriden, es sind Hybriden quasi. Kreuzungen aus diese Frauenschuh-Orchideen, die auch heimisch sind, unter anderem ein paar Arten. Und ja, da wurde rumgezüchtet und sind ein paar Sachen ausgelesen worden. Ja, und da sind ein paar super Sorten rausgekommen, die auch ganz anspruchslos in Anführungszeichen sind, also keine Mimosen mehr sind, sondern auch ein bisschen robuster schon sind. Und deswegen will ich die heute vorstellen, auch aus dem Grund, weil ich die super, super toll finde und einfach eine Rarität auch ist und was Besonderes darstellt. Bevor man die Pflanze kauft, muss man feststellen, ob man den geeigneten Standort hat. Es fängt an von den Fragen, oh, ist die denn winterhart? Ja, die Pflanzen sind komplett winterhart, auch bis zu einer Frosthärte von minus 20 Grad. Da passiert eigentlich gar nichts. Nur es darf nicht zu warm und zu trocken sein. Also so ein gemäßigtes Klima sollte es haben. Nächster Punkt natürlich der Standort. Die Pflanzen kommen ursprünglich aus Waldrändern, lichten Wäldern. Und das gibt eigentlich letztendlich auch wieder diesen Standort vor. Und zwar halbschattig, absonnig, luftfeucht, bodenfeucht. Und dann so ein paar Spezialsachen. Die meisten Hybriden möchten es leicht alkalisch vom Boden her, sprich nicht sauer, sondern eher kalkhaltig. Dann sollte der Boden nicht zu schwer sein, feinkrümelig und leicht humus, nicht zu nährstoffreich. Man darf nicht ultra viel Kompost reinmischen, sondern leicht Kompost reinmischen, dass er ein bisschen humoser ist. Und ansonsten war es eigentlich schon von den Bodenansprüchen. Der Boden sollte gerade in den Sommermonaten nicht austrocknen. Die Pflanzen reagieren darauf sehr, ja, empfindlich. Und deswegen empfiehlt es sich, einfach mit so einer Laubschicht abzudecken oder mit Moos. Ist ein super Mulchmaterial, habe ich letztens festgestellt. Und damit der Boden einfach ein bisschen Verdunstungsschutz hat. Ja, viel Theorie schon wieder zum Standort. Ja, jetzt zeige ich einfach mal, wie so eine Pflanze austreibt. Ich habe leider kein Videomaterial von den Blüten, auch kein Videomaterial vom Laub, weil ich vor einem Jahr noch gar nicht gewusst habe, dass ich so Videos mache. Und deswegen, ja, gibt es jetzt erstmal einen Clip, wie so Pflanzen austreiben. Clip ab. Das war der Austrieb und jetzt so zur Kombinierbarkeit mit anderen Pflanzen. Ja, soweit der Austrieb. Jetzt noch ein Clip, mit welchen Pflanzen man die kombinieren kann.
Vorweggenommen, man darf keine konkurrenzstarken Pflanzen nehmen. Sprich, Farne wären gut geeignet, weil die auch so ein Waldgefühl vermitteln, die aber nicht ausläuferbildend sind, die horstig wachsen, die auch ein bisschen kleiner bleiben. Dann sind gut geeignet irgendwelche kleinbleibenden Hostas, ja, Zyklamen, der Schlangenbart, eine Krötenlilie, alles was Konkurrenz schwach ist und nicht ausläuferbildend ist, ist gut geeignet, aber das alles jetzt im Clip. Ich zeige dir ein bisschen Sachen, mit was man das kombinieren kann. Man kann die Gartenorchideen mit dem Schlangenbart kombinieren, der auch konkurrenzschwach ist. Feinen Farnen, die auch wenig Konkurrenz bieten und auch sehr filigran sind. Mit höheren Farnen, die aber nicht auslaufbildend sind. Mit Zyklamen, letztendlich die Herbst- und die Frühlingszyklame. Mit Elfenblumen, entweder diese asiatischen oder die europäischen, die aber nicht ausläuferbildend sind. Mit niedrigen Hostas kann man es kombinieren. Oder mit anderen Stauden, die denselben Standard haben möchten, aber auch konkurrenzschwach sind. Denn die Gartenorchideen möchten überhaupt nicht bedrängt werden oder bedroht werden in ihrer Freiheit. Ein Asarum wäre ebenfalls gut geeignet für die Kombination. Genauso wie hier ein Pfennigkraut in einer gelb-grünen Sorte, das auch ganz gut eigentlich ist. Ebenfalls gut geeignet für einheimische Schildfarben. Ja, am Ende ist mir noch der Akku ausgegangen. Tolle Technik. Ja, was ich noch zum heimischen Schildfarn sagen wollte, ist, der wird natürlich viel größer und breiter. Man muss ihn dann halt am anderen Eck vom Beet setzen, wenn man den mit Gartenorchideen kombinieren möchte. Ja, wird auch mal so 70 cm breit und hoch. Und deswegen. Ja, mit Vorsicht zu kombinieren mit den Gartenorchideen. Und dann zu guter Letzt möchte ich zeigen, wie so Gartenorchideen geliefert werden. Und zwar ist es so ein Beutelchen. Und man sieht das mit Sicherheit ganz schlecht. Hier sieht man so dieses Rhizom, diese Wurzeln. Und das ist letztendlich alles. Die werden wurzelnackt verschickt. Das ist jetzt die Emil, die ich auch vorher im Bild gezeigt habe. Und das wäre die Ulla Siltens. Auch schöne Sorte, ist auch ein sehr kräftiges Rhizom, das überrascht mich ganz stark. Und hier sind einfach diese Wurzeln. Und ja, wurzelnackt verschickt am besten im Herbst, aber es geht auch, wenn man rechtzeitig bestellt, im Frühjahr. Und ja, ist eigentlich ganz witzig, dass die dann so in so einem ja, Beutelchen verschickt werden. Ich finde das eigentlich ganz gut. Kann man wohl noch eine Woche liegen lassen. Ich komme jetzt leider nicht dazu. Nächsten Samstag muss gepflanzt werden. Ich habe auch diese ganzen Begleitpflanzen schon dazu. In meinem Fall noch das heimische Leberblümchen dabei. Ja, als Frühjahrsbodendecker, Schrägstrich, Frühjahrsblüher. Nächste Woche gibt es dann auf jeden Fall das Video, wie man sowas anlegt und pflanzt und das Beet vorbereitet und kombiniert. Ja, das war es auch schon wieder von diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Nächste Woche, wie schon gesagt, das Video, wie man sowas pflanzt. Hat mich mal wieder gefreut. Danke fürs Zuschauen. Jetzt kann wieder das ganze Social Media mit Zeugs mit dem Video gemacht werden. Ja, habt eine schöne Zeit. Bis nächste Woche und ciao.